Hallo ihr Lieben, ich freue mich, euch wieder ganz, ganz herzlich hier begrüßen zu dürfen und auch der heutige Morgen mal wieder wunderschön mit euch. Also ihr seid wirklich Zucker. Ich danke euch so sehr. Und dann habe ich einen Kommentar, habe ich gelesen und das möchte ich auch gerne noch mit erwähnen. Die liebe Alexandra hat hier geschrieben, was sie hier Schreckliches erlebt hat. Und ja, dass es da auch richtig gekracht hat. Und ja. Dass sie jetzt eben schwanger ist, ne? Und er dieses Kind halt überhaupt nicht will, ne? Er will sie nicht und das Baby eben auch nicht. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich, sowas. Meine liebe Alexandra, ich wünsche dir von Herzen ganz, ganz viel Kraft für diese Zeit und sehe es auch für dich und für dein Kind, so schwer wie es jetzt ist, wirklich am besten. Dass du da keinen Kontakt mehr hast und wirklich auch befreit bist, ne? Das ist für dich und für das Baby auch am allerbesten. Und bitte schau auf dich, achte auf dich, dass es dir gut geht. Und ich weiß, dass es jetzt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt sehr, sehr schwer ist für dich. Ich kann auch richtig mitfühlen, was du jetzt hier miterlebst und mit durchmachst. Aber sieh es positiv. Sie ist positiv, ein wundervolles Baby, was dann deinem Bauch wächst und ja, dann das ja ins Leben dann auch mitkommt und alles kennenlernt und sieh die wunderschöne Zeit und gib deinem Baby das Allerbeste und auch dir, weil wichtig ist dir, weil das gibst du dann auch deinem Baby. Also von Herzen alles Liebe für dich und fühl dich umarmt. Ja, dann habe ich noch eine Legung. Ein Kommentar mit einem Vorschlag, einer Legung, die fand ich jetzt interessant und den greifen wir jetzt heute gleich mal. Ja, wenn der Wunschpartner zurückkommt, alles schön und gut, aber wird er auch den Kontakt zu ihr, wenn es eine andere Person gibt, beenden? Na, also wird es dann abgeschlossen auch? Und da habe ich mir gedacht, wir greifen das Ganze jetzt mal, diese Frage, ob er, wir nehmen es aber mal so allgemein, wir schauen uns einfach mal, was hier rausfällt, ob er den Kontakt zu ihr beenden wird. Na? Und da schauen wir jetzt einfach mal, also ihr oder ihm. Na? Ihr wisst ja, Kollektivlegungen bitte umwandeln für euch. Und Personenkarte, das ist dein Gegenüber, männlich wie auch weiblich. Kollektivlegung kann nicht für jeden zutreffen. So, dann schauen wir doch mal. Ach, ich habe heute irgendwie den Schwung noch nicht so ganz drin. Jetzt, ich habe ihn. Okay, dann schauen wir doch mal. So, jetzt habe ich's. Wow, klare Message, klare Message. Was ist amtlich? Was ist amtlich? Okay, gut, dann würde ich sagen, wir haben es. Wobei, eine hätte ich gerne noch. Okay. Gut. Dann sind wir jetzt hier mal durch. Jetzt hätte ich aber gerne noch was aus dem Tarot, dass wir ein bisschen Klarheit bekommen. Also klareres Bild, sage ich mal ganz ehrlich, sage ich euch jetzt schon mal, gibt es nicht. Deutliche Aussage. Und bisschen was zur Klärung, dass wir noch mit dazu nehmen. Und auf dich in deine Richtung. Die Tendenz. Na, haben wir doch schon. So, ihr Lieben, das Bild ist jetzt noch perfekter als vorher. Wir sind in die Perfektion gegangen. So, ihr Lieben, dann kann ich schon mal sagen, wie der ein oder andere jetzt hier schon gesehen hat, bist du ja auch richtig schön mit dabei. Und sie.
Wir haben sie auch mit dabei. Und da sage ich so, es ist ein deutliches, klares Bild. Dein Gegenüber weiß, er macht sich Gedanken, weil er weiß, dass er unehrlich zu dir war. Vielleicht auch um deine Familie, ne? Also in deinem Familien- oder in deinem näheren Umfeld oder auch in seinem näheren Umfeld, familiär, dass er unehrlich gewesen ist und da einfach auch, falsch gehandelt hat, falsch agiert, reagiert hat. Und da macht dein Gegenüber sich Gedanken. Und ja, da ist auch schon diese Unsicherheit, diese Verzweiflung auch in sich drin. Und hier scheint es dann auch ziemlich bei dem einen oder anderen Streit, Ärger gegeben zu haben. Und dein Gegenüber wird aber die Entscheidung treffen. Weil er bereut das, was er getan hat. Er weiß es auch. Und auf die Frage jetzt, ob dein Gegenüber den Kontakt zu ihm oder zu ihr beenden wird, kann ich dir ein definitives Ja sagen. Also hier, auch wenn es bei dem einen oder anderen um eine Affäre geht, ne, dass da der Betrug gewesen ist, weil ich diesen Betrug, dieses hinter dem Rücken, also dieses Verheimlichte, sehe ich hier und der wird definitiv beendet. Na, also ein deutliches Ende, das ich hier liegen habe, auch die Affäre wird beendet. Dein Gegenüber wird sich dann Gedanken machen und warum er das Ganze beenden wird. Weil wir haben ja gefragt, ob er den Kontakt zu der anderen Person beenden wird. Auf jeden Fall ja. Und der Grund warum, das bist du. Das bist du, weil er ganz genau weiß, wie er dich enttäuscht hat, wie er dich verletzt hat, ja, welche Sorgen du dir gemacht hast und wie viele Tränen es dir bereitet hat. Und das weiß dein Gegenüber. Und dein Gegenüber weiß auch, wie wundervoll du bist, wie viel Liebe, wie viel Wärme, wie viel Herz du hast, wie viel, ja, deine Gutmütigkeit. Und dein Gegenüber sieht auch hier, dass er deine Gutmütigkeit ziemlich stark ausgenutzt hat. Und diesen Respekt dir nicht gezeigt hat, also praktisch nicht achtsam, respektvoll mit dir umgegangen ist. Na? Und dich da einfach immer so auch ein Stück weit weggeschoben hat. Wie gesagt, auf die Frage, ob es beendet wird, auf jeden Fall ein Ja, kann ich dir ganz sicher sagen. Sei es hier um eine Beziehung, aber nicht so dieses richtig massive Feste ist von seiner Seite nämlich gar nicht. Weil dein Gegenüber sieht nämlich auch, spürt nämlich auch, dass das nicht richtig gewesen ist und dass da gar nicht so wirklich die Gefühle da sind, so richtig aufgeploppt sind, so richtig stark intensiv, wie es nämlich in deine Richtung ist. Hier ist die Liebe, hier ist die Tiefe. Und dein Gegenüber, wie gesagt, ist die Reue auch sehr stark zu sehen. Und hier war es nicht die tiefe Liebe, das war so wie so ein kurzes Feuer, ne? Was es hier gegeben hat, ein bisschen so ein Feuerwerk auch hier, der sexuelle Reiz, auch dieses Neue, diese Veränderung, diese Neugierde auch, wird aber definitiv beendet. Sei es, wenn es um eine Affäre geht, die wird definitiv beendet. Also deutlicher geht es nicht mehr. Wir haben die Karten sogar nebeneinander liegen. Also es ist Wahnsinn. Eine klare, deutliche Aussage, ja, wird definitiv beendet. Und auch wenn hier eine Beziehung, natürlich auch da Sexualität auch mit dabei, ja, ne? Also wir haben beides. Wenn es eine Beziehung ist, und oder auch nur eine Affäre ist, wird auf jeden Fall beendet. Das kann ich dir ganz sicher sagen. Und warum das beendet wird, weil dein Gegenüber spürt, dass da nicht wirklich was ist. Das ist wie so ein Feuer, was kurz entfacht ist, ne, was aufgelodert ist. Und aber da fehlt es richtig an Tiefe, weil hier hat dein Gegenüber nicht das verspürt. Blöderweise musste er jetzt hier den Vergleich machen, was er bei dir verspürt hat. Weil hier weiß er, hier ist Bewegung drin, hier ist Wärme, hier sind Gefühle, das sind richtige Gefühle. Hier war es mehr so sexueller Reiz, ne? Vielleicht optisch auch von ihr oder irgendwas, was ihn da jetzt ja, aufgefeuert hat bei ihm, entflammt hat, entfacht hat. Ja, keine Ahnung, vielleicht irgendwas künstlich gemacht oder so, dass da eine Vergrößerung stattgefunden hat. Ich möchte das hier nicht aussprechen, aber irgendwas, wo da einfach der Reiz da gewesen ist, ne? Aber dein Gegenüber sieht hier, was für wundervolle Werte du hast und wie wunderschön du auch bist. Und dass das einfach nur hier Püppchen. Ein Püppchen und nichts weiter, weil hier fehlt das Gefühl, hier geht es nicht in die Tiefe. Und da, das hat dein Gegenüber gespürt. Da ist es auch und da ist wirklich, er beendet das, weil er hier den Weg zu dir möchte, weil hier ist eine tiefe Liebe, ein tiefes Gefühl. Ja, ob du deinen Gegenüber jetzt natürlich auch wieder zurücknehmen möchtest, das ist natürlich auch die zweite Frage, ne? Weil da die Sehnsucht natürlich nach dieser Person, aber
Vielleicht ist es dann auch so, dass man es immer im Hinterkopf behält. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin vor ganz vielen Jahren, bin ich richtig heftig auch betrogen worden. Da war ich, wann war ich denn da? Anfang 20. Ja, so 19, 21, sowas war ich gewesen. Und habe diese Person sogar in Flagranti erwischt. Yeah. Super. Und habe mir aber dann eingebildet, nein, er ist es und bla bla bla, ne? Und richtig was eingeredet. Und was war das Ende vom Lied? Ich hatte es immer wieder im Hinterkopf gehabt. Sobald er mir gesagt hat, er trifft sich mit dem Kumpel oder ja, keine Ahnung, ist allein zu Hause, macht nichts, schaut nur Fernsehen oder was weiß ich, war das natürlich bei mir immer wieder im Hinterkopf gewesen, ne? Weil da war er auch bei sich zu Hause gewesen. Super. Ja, und hatte das aber immer wieder im Hinterkopf gehabt. Und dann bin ich da weiter dran geblieben. Und was war das Ende vom Lied? Er hat es nochmal getan. Ne? Nochmal getan, hat es natürlich bitterlich bereut. Ja, aber wie gesagt, es war für mich so, es geht nicht. Bei mir ging es nicht. Aber ich bin auch ein, nicht jeder Mensch ist ja gleich. Ne? Aber hier bei deinem Gegenüber sehe ich wirklich, also bei dem, den ich da hatte, diesen Kandidaten, den konntest du in meiner Tonne rauchen. Ne? In die Tonne treten, in der Pfeife rauchen, so heißt. Ja, und der hat ihr sogar, ich habe ihm ein Goldkettchen geschenkt und das hat er sogar der anderen geschenkt. Ja, yeah. Ich sag mal, war ganz toll gewesen, ne? Aber wie gesagt, nicht jeder ist so. Ich möchte jetzt auch nicht jeden in eine Tonne treten, weil hier bei dieser Legung sehe ich, dass hier absolute Reue da ist und deinem Gegenüber es richtig wehtut. Also richtig schmerzt, richtig verletzt, was er hier angetan hat. Und da ist so richtig diese Tiefe, also dieses, sag mal, so richtig bumm, bäm, richtig reingeknallt bei ihm. Und es tut ihm so wahnsinnig weh. Und so dieses Gefühl auch fast so, er traut sich dir gar nicht mehr in die Augen schauen, weil er weiß, wie weh er dir getan hat, welchen Schmerz er dir ausgelöst hat, in dir ausgelöst hat und wie er dir ins Herz eigentlich reingestochen hat. Ne? Und so sieht das sein Gegenüber. Und er hat ein sehr großes Problem mit sich selbst, weil er weiß, was er dir angetan hat. Aber auf die Frage jetzt, ob es beendet wird, definitiv ja. Ne? Kann ich ganz sicher sagen. So, wenn wir jetzt weitergehen, wir haben den König der Stäbe, den König der Stäbe, dein Gegenüber. Da ist er hier, ja, seine Willensstärke und sein Selbstbewusstsein ist hier schon, was er dir angetan hat, ziemlich weit zurückgetreten, also zurückgefallen. Und da ist gar nicht mehr so, er möchte sich das aber wieder herholen. Ne? Er möchte diese Willensstärke, weil diese Willensstärke wird er sich wiederholen in deine Richtung, weil er ist diese Stärke, was er hier auch zeigt, ist, dass er dir die absolute Treue geben will. Er möchte es dir beweisen und er möchte es dir zeigen. Und auch das, das hier beendet wird. Also alles Mögliche, was dann deinem Gegenüber, wie ich ihn hier auch so sehe, was er versucht, was in seiner Macht stehen kann, wird er möglich machen, um dir alles zu beweisen, weil er weiß, wie wichtig du ihm bist. Und er möchte es dir zeigen, dass du ihm der wichtigste Mensch in seinem Leben bist und wie viel du ihm bedeutest. Also diese Legung ist da wirklich so, da sehe ich jetzt nicht, dass er nochmal rückfällig wird, ne? Ja, und er möchte da auch dieses dich da für ihn eigentlich wieder mehr oder weniger begeistern, ne? Also ja, das sehe ich wirklich sehr stark bei deinem Gegenüber, dass es ihm sehr, sehr nahe geht, was er da wirklich getan hat. Und wenn wir jetzt hier auch weitergehen, ist er sehr stark in der Verzweiflung. Und er zweifelt auch komplett, ob überhaupt nochmal eine Beziehung entstehen kann, ob du überhaupt nochmal ihm verzeihen würdest, ihm vertrauen würdest. Weil er weiß ganz genau, was da wirklich, was er getan hat und was da jetzt auch für eine Blockade in ihm selbst ist, weil er nicht damit zurechtkommt. Und er ist sehr stark in der Verzweiflung. Weil, wie gesagt, er spürt hier, das ist so richtig so dieses, auf der einen Seite möchte er die Augen verschließen, möchte nicht hinschauen, aber der Schmerz holt ihn immer wieder ein und vor allem die Liebe zu dir. Ne? Wie gesagt, beendet wird es auf jeden Fall. Ja, und dann, er weiß, dein Gegenüber, wir haben es nochmal als Bestätigung, er weiß, dass es falsch gewesen ist. Und dass er sich versucht hat, hier komplett aus der Affäre zu ziehen. Und er war nicht aufrichtig zu dir. Ich habe sehr viel Unaufrichtigkeit, den Betrug, die Täuschung. Und ja, er hat dann auch schon ein bisschen versucht, um einen heißen Brei auch zu reden.
ist in die Täuschung und die Flucht auch gegangen und weg und hat sich einfach da komplett aus der Affäre gezogen, möchte aber dir zeigen, dass er hier komplett treu ist und dir Treue auch beweisen. Also wie gesagt, er würde hier, wie ich sehe, alles Mögliche dafür tun, um das dir zu beweisen. Ne? Also wirklich alles, alles, alles. Wow. Ja, also da kommt einer mal richtig hier in Bewegung, was er hier tun möchte. Ja, hier, wir haben die Stärke, wie dein Gegenüber dich sieht. Dein Gegenüber möchte, der sieht dich schon sehr stark auch, ja, diese Leidenschaft, dieses Kraftvolle in dir. Und was du ihm gegeben hast, wird ihm jetzt leider erst bewusst. Und er sieht auch, dass du dieses so, dieses Kraftlose, dieses Zweifeln und ja, dich auch zurückgezogen hast und so ein Stück weit vielleicht auch dazu derzeit in deiner Lebensfreude verloren hast. Und ja, es, wie gesagt, es schmerzt ihn komplett in seinem Inneren. Ja, wenn wir jetzt weitergehen, was dein Gegenüber weiter möchte, ne, was ihm jetzt nahe liegt. Da kann ich dir sagen, ja, er möchte hier wieder dieses Zusammenkommen, also diese Gemeinschaft mit dir. Diese Gemeinschaft, dieses Zusammenkommen, diese, dass es wieder rund läuft, dass es hier wieder der Kreis sich schließt zwischen euch. Und er möchte hier wieder diese Lebensfreude in dir, für die Beziehung und diese Lebensfreude in einer Beziehung mit dir. Er möchte offen und ehrlich dir gegenüberstehen, er möchte die Offenheit dir auch zeigen, er möchte es dir beweisen. Und er möchte dir auch die Sicherheit geben, die Nähe. Und wieder dieses Gemeinsame mit dir, dieses Zusammenkommen, dieses Ankommen. Und das sind seine größten Wünsche und seine Sehnsüchte. Ja, jetzt haben wir auch noch Gefühl. Von der Tendenz, wenn wir weitergehen, wenn wir die Tendenz nehmen, haben wir hier die Tendenz ist da schon. Dein Gegenüber ist bestrebt, die Konflikte zu überwinden, eine Versöhnung. Und dir hier wieder voller Liebe zu begegnen und wünscht sich auch von dir diese liebevolle Begegnung. Und wieder dieses liebevolle Aufeinander zugehen und diese Verbindung, diese Vereinigung, dass ihr euch wieder die Hand reicht und diese Anziehung, weil er fühlt sich sehr stark dir angezogen. Also dieses das Magie, diese Magie einfach auch. Und er möchte nicht mehr diesen Abbruch, diese Distanz, er möchte die Konflikte überwinden mit dir. Und er möchte diese Gemeinsamkeit, diese Gemeinschaft mit dir, voller Liebe. Ach, meine Lieben, aber ihr wisst im Endeffekt, jeder entscheidet selbst für sich. Und da bin ich mir auch ganz sicher, dass ihr es natürlich auf jeden Fall auch tun werdet. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles, alles Liebe. Und jetzt auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen restlichen Tag, einen ganz tollen Abend und ganz viel Zeit für euch. Und nehmt euch Zeit für euch. Fühlt euch umarmt. Bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.